Hallo zusammen, wir haben mal kurz einen Zwischenstopp gemacht auf dem Schützenberg, weil ich euch noch etwas zeigen möchte. Hi there, Maddie. Nice to meet you. Alright then. How you doing, Maddie? Cray, that's just fantastic. What's the word, Maddie? I'll make sure to spread the good news. How's the market treating you, Maddie? Good to hear, good to hear. Hey, Maddie, so about your sister? All right, well, I'm glad we had this talk. Hi there, Maddie. Nice to meet you. All right then. How you doing, Maddie? Cray, that's just fantastic. Ja, das wollte ich euch mal kurz zeigen. Eine interessante Unterhaltung. Also, dann sehen wir uns gleich wieder auf der Sorgenwiese. Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tail. Ja, es geht endlich mal wieder weiter. Ich hatte in der letzten Zeit nicht so wirklich die Zeit und teilweise nicht die Motivation zum Weitermachen. Aber jetzt will ich doch mal das Spiel zu einem Abschluss bringen. Und gucken, dass ich so weit wie möglich an 100% rankomme. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal etwas auf der Sorgenwiese. So viele Gebiete gibt es ja zum Glück dann nicht mehr. Wir hängen. Idiot. So. Hier über die Dornen rüber. Ein paar Insektennester ausradieren. Ein paar Zombies verdreschen. Das hier ist jetzt fast schon zu easy, weil wir einfach schon zu überpowered sind. So, mal gucken. Hier müssten wir hoch, genau. Und damit haben wir auch schon mal hier alles eingesackt. Wir können wieder zurück den Weg weiter hoch, gell? Karte. Jupp. Hier hoch. Und dann hier weiter gucken. Hier gibt es erstmal ein Gebiet, in dem wir noch gar nicht waren. Wow, autsch. Jo. Das sieht irgendwie komisch aus mit seinen Flügeln. So, hier rüber. Ihr könnt da ruhig in den Abgrund springen. Wow. Au. Okay, du willst es wissen. So. Was hast du nun davon? Machen wir dich platt. Oh, noch einer von euch. So, verbrenne. Und hier weiter. Ein Schleim, der gewonnen hätte wird, ist auch immer toll. Au. Aber ein Schleim, der uns hittet, ist nicht ganz so toll. So, hier runter. Ist hoffentlich richtig. So, ein paar Zombies können wir ruhig noch verprügeln. Wir sind eh kurz vom Level ab, sehe ich gerade. Genau. Sehr schön. Einen Kampfkunststein. Fidget. Gesundheit haben wir so oder so genug und wir haben Auto-Heal. Also ist das kein Problem. So. Einmal hochschießen. Und einmal durch die Zombies durchheizen. Ja, wir sind ein bisschen zu overpowered für das Gebiet. Karte, noch eins darüber. Und dann da oben. Ah, gehen wir erstmal in die andere Richtung. Zu dem roten. Das war falsch. Da müssen wir wohl hier oben irgendwo lang, hä? Ja, hier hoch. Hoch.
So, hier hoch. Den Schleim eine verpassten, auch wenn wir ihn damit nicht getötet haben. So. Weiter. Aber dich töten wir. Du musst noch sterben. So. Dann können wir uns hier weiter durchpeschen. Oh, da ist... Au. Aua. Okay, die Viecher sind immer noch böse. Auch wenn wir ziemlich stark sind. Was das, also das Spiel ein bisschen leicht macht, ist, dass man ziemlich viele Heil-Items findet. Haha, diesmal hat es nicht geklappt. So, ich brenne. Blöder Gegner. Das Secret haben wir schon. So. Geht es hier jetzt weiter? Die Zombies mal noch weg. Dich loswerden. Ich brauche keine Nekromanten. Ihr macht nur Stress. So, noch mehr Zeug. Fliegende Wespen. Oh, und wir werden langsam rot. Das ist nicht so gut. Wieder ein Anhänger des Feiglings. Oh. Also ich glaube, die 1000-Hit-Kombo für die eine Quest kriege ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder hin. Aber die habe ich ja eh abgeschlossen. Ich glaube, ich habe sowieso alle Nebenquests abgeschlossen, die es gab. So, verbrennen. Fidget haut mittlerweile auch ziemlich gut rein. Ich muss ja sagen, das habe ich vielleicht schon ein paar Mal gesagt, aber nicht oft genug wahrscheinlich. Mir gefällt auch richtig das Artwork von dem Spiel. Also jetzt gerade zum Beispiel, als wir an der Ruine vorbeigelaufen sind, oder allgemein die Wälder hier, auch wenn sie ein bisschen trostlos wirken. Naja, es sind halt düstere Wälder voller Untoter. Was erwartet man da? So, dann wollen wir mal gucken. Au. Okay. Aua. Das ist eine interessante Herausforderung. Hm. Hat Zombies. Die haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht gemacht, diese Herausforderung. Oh. Hier geht's hoch. Hier geht's weit hoch. Und wir sind schon durch und haben einen Haufen Statuen übersehen. Wieder 3 Sterne, wie immer. Was kriegen wir dafür? Meisterin der Wachsamkeit. Nein, da oben ist nichts, oder? Oder haben wir das schon, das auf der Karte? Ja, haben wir schon. Ja. Dann machen wir das Ganze eben nochmal. Ist mal vorsichtiger. Und ein bisschen besser getimed. So. Genau. Und können hier weiter mit ein paar Untoten. So.
So. Hier gibt es auch noch ein paar zu zerdeppern. Gut. Da noch. Und einen haben wir übersehen. Nein. Cool. So. Okay, wir kriegen 8500. Da fehlen noch 500. Schade. Dann hätten wir 4 Sterne hier gekriegt. Aber das mit den Sternen mache ich dann eh mal offscreen privat. Die Herausforderungen. So. Kurz mal auf die Karte spicken. Nee, ich glaube, so sind wir schneller. Au. Wenn wir dich einfach ignorieren und einfach so niederbrennen. So, genau. Brennen wir auch gleich den Nekromanten mit nieder. Übrigens auch ziemlich heftig aussehen. Genau, ihr. So. Stirb. Und weiter geht's. So, ein paar Insekten töten. Irgendwie in jedem Spiel bin ich der Kammerjäger. So, sieht immer so cool aus, wenn man mit dem Staubsturm da die Sachen durch die Gegend schleudert. Staubsauger würde teilweise eher passen, finde ich. Garantiert ziemlich viel Saugkraft und das ohne Saugkraftverlust auf Dauer oder so ähnlich. So, noch ein paar Zombies und ja, ich weiß, ich habe gerade Unsinn geredet, aber es wird sich ein bisschen eintönig, wenn ich hier die ganze Zeit nur Zombies vor mich hinhaue und ich sage. Gut, hier runter. Wieder Kammerjäger spielen und ein paar Wespen ausräuchern. Die kommen nachher, wenn ich auf den Bildschirm verschwinde, eh wieder und bauen alles wieder auf. Die sind ja ziemlich schnell. So. Wow, ein Konter. Das war voll gewollt. Nein, was nicht. So, hier müsste jetzt gleich wieder der Gelbe kommen. Nö. Hier kommen nur ein paar Zombies, die wir zur Asche bitten. Da ist der noch ein roter. Au. Das war jetzt ein Doppelkonter, hä? So, stirb einfach. Die manchmal zu treffen, die können nämlich ziemlich gut ausweichen, ist mir schon aufgefallen. So, noch mehr Zombies weg. Blauer Schleim. Soll's auch geben. Du bist wieder grün, wie sich's gehört. So. Speicherpunkt. Und jetzt müssen wir hier nach oben. Erstmal auch runter wahrscheinlich. Hier müsste Cora ja noch irgendwo rumlaufen. Genau, mit ihrem Mann Kane. Und hier geht's hoch. Genau. Ja, und ich mache jetzt das Ganze mit dem 100%, weil ich auch euch so viel wie möglich zeigen will von dem Spiel, weil das Spiel hat ist ziemlich toll, finde ich. Auch von der Story her und von den Artworks und vom Gameplay. Es ist kein zu kompliziertes Spiel, ist auch nicht jetzt zu viel Story jetzt überladen. Aber trotzdem eine ziemlich krasse Story eigentlich. Wow. Na, langsam komme ich hinter deine Tricks. So, auf dem Boden klatschen mit euch. Die restlichen ignorieren wir, die springen gleich eh in die Stacheln und begehen Selbstmord. So wie ich gleich. So.
Wieder Insekten vernichten. Und einen Nekromanten. Ui, sogar noch einen Stufenaufstieg gekriegt dabei. Seht ihr, gerade sowas meine ich hier. Diese Hintergrundruinen da gefallen mir richtig gut von der Machart. Charakter. Ah, mal wieder mal die Maximalgesundheit, damit wir noch zweimal müssen wir das machen, dann können wir irgendwas auf Maximum bringen. Also als ich das Spiel angefangen habe, habe ich gedacht, man kann so viel steigern, das war doch niemals alles voll. So. Noch einer von eurer Sorte. Ja, fidget mit ihren Overkill-Feuerbällen. Macht sie platt. So. Stalkst du mich? Jetzt nicht mehr. Noch mehr von euch. Euch gibt's ja hier echt wie die Fliegen. So. Nehmen vielleicht Fliegen. Das waren wieder ein paar. So, jetzt gucken wir mal. Händlerfreund. Können wir bei dir... Wie viel haben wir eigentlich noch? 8. Oh, wir haben genug Geld. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir nochmal 10 Stück. Gut. Your transaction. Thank you. Und dann geht's weiter. Ja, die freuen sich so sehr, mich zu sehen. Die springen mich gleich an. Gut. Aber bevor wir jetzt weitergehen, gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.